In diesem Video wollen wir uns mal Adressierung von Paketen in Netzwerken im Detail angucken. Genauer gesagt soll es uns um den Layer 2 und Layer 3 des OSI-Modells gehen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir grundsätzlich das OSI-Modell kennen. Und in dem Zusammenhang dann auch einmal erläutern, weswegen wir eigentlich verschiedene Adresstypen haben. Zur Erinnerung, wir haben im Layer 3 das sogenannte Internet-Protokoll oder was wir gleich benutzen werden, das ICMP, das Internet Control Message Protokoll, was für das Programm Ping zuständig ist. Ich denke, das kennt man. Ping, irgendeine IP-Adresse, das heißt, man fragt ein Gerät, hallo, bist du da? Das dahinterstehende Protokoll ist das ICMP und benutzt aber auch IP-Adressen. Im Layer 2 haben wir das sogenannte Ethernet-Protokoll, was eigentlich in den meisten Fällen dort mitläuft, was wir aber als User eigentlich nicht sehen. Das Ethernet-Protokoll nutzt MAC-Adressen, die man vielleicht auch kennt. Und da kann man sich durchaus die Frage stellen, wieso brauche ich denn beides? Wieso brauche ich denn IP- und MAC-Adressen? Wie unterscheiden die sich und welchen Zweck erfüllen die? Das gucken wir uns hier näher an. Auf den Layer 4 des OSI-Modells, das wären die TCP- und UDP-Ports, werde ich hier nicht eingehen. Für die Leute, die es vielleicht schon mal gehört haben, die können sich den Rest dann vielleicht denken. Zunächst mal zur Wiederholung. Der Layer 3. Wofür war der eigentlich gedacht? Wie gesagt, im Layer 3 lebt IP. Und der Layer 3 ist in letzter Instanz dafür zuständig, eine Ende-zu-Ende-Kommunikation zu gewährleisten. Das heißt, im Layer 3 wird irgendwie vermerkt, von welchem Gerät, nehmen wir hier zum Beispiel mal PC0, ein Paket ursprünglich mal kam, das wäre dann die Quell-IP, und wohin das Paket endgültig soll. Tun wir mal so, als würde er Server 0 ansprechen, dann stünde als Ziel-IP da die 14.10.2 drin und würde signalisieren, dieses Paket hier soll ganz am Ende, wenn es irgendwie den Weg gefunden hat, zum Server 0 kommen. Das heißt, erster Absender, also ursprünglicher Absender und finales, endgültiges Ziel. Das machen die IP-Adressen. Das kann man sich wie bei einem Navigationssystem vorstellen, wenn ich da als Ziel, ja, Zieladresse eben eine IP angeben würde. Dann sagt mir das Navi auch letztlich, okay, final willst du mal irgendwann dahin. Das reicht aber nicht in so einem Netzwerk. Denn stellen wir uns vor, wir hätten nur die Information, wo ein Paket letztendlich irgendwann mal hin soll. Und wir würden dieses Paket jetzt vom PC 0 aus wegschicken, beispielsweise an diesen Switch hier. Da würde ein Paket zu dem Switch laufen und der Switch müsste jetzt irgendwie entscheiden, wie er denn da hinten zu diesem Server 0 kommt. Ja, und dafür braucht er noch eine weitere Information und das ist eigentlich auch der Grund, warum man dann diese MAC-Adressen braucht. Denn neben dem endgültigen Ziel und dem ursprünglichen Absender brauche ich den Layer 2, der mir so eine Art Punkt-zu-Punkt-Kommunikation gewährleistet. Was an der Stelle jetzt bedeuten soll, dass er mich im Sinne der Ziel-MAC-Adresse, die ich angebe, immer zum nächsten Knoten oder zum nächsten Gerät bringt und im Sinne der Quell-MAC-Adresse irgendwie signalisiert, wo das Paket zuletzt hergekommen ist. Also nicht, wo es ursprünglich mal herkam, sondern wo es zuletzt herkam. Jetzt spreche ich hier von nächstem und letztem Knoten oder nächstem und letztem Gerät. Das ist alles ein bisschen hakelig. Anmerkung dazu. Switches in dem Zusammenhang zählen einfach nicht als Geräte. Switches könnt ihr euch jetzt für dieses Szenario hier als Kabelverbindungen vorstellen. Die werden auch nicht adressiert, die tauchen auch in dem Kontext überhaupt nicht auf. Die brauche ich hier eigentlich nur zum Verkabeln. So, was machen wir jetzt? Wir schicken jetzt gleich einen Ping von PC0 zum Server 0. Wie gesagt, im Hintergrund wird gleich das sogenannte ICMP, Internet Control Message Protokoll, starten. Und das, ja, kann etwas, das nennt sich Echo Request. Und dieser Echo Request ist das, was wir eben landläufig als Ping oder als Anpingen kennen. Ist also eine Nachricht, die dem Ziel sagt, hey, antworte mal, wenn du da bist. Um uns das zu visualisieren und mal durchzuchecken, benutzen wir in Packet Tracer den sogenannten Simulation Mode. Den kann man hier rechts aktivieren. Der hat die schöne Eigenschaft, dass gleich alle Pakete im Detail angezeigt werden, wie sie hier durchs Netzwerk laufen und man kann draufklicken und sich Details angucken. Kurz noch zu dem Aufbau hier. Also wir sehen, ich habe bei jedem Gerät, genauer gesagt bei jeder Netzwerkschnittstelle, das hier sind einzelne Schnittstellen, habe ich IP- und MAC-Adressen angegeben. Diese MAC-Adressen hier sehen ein bisschen künstlich aus. Das habe ich gemacht, damit man sie gut erkennen kann. Und wir gucken uns jetzt eben an, was in diesen Paketen drinsteht. Um so einen Ping zu verschicken, kann man als Schnellverfahren in Packet Tracer hier oben diesen Briefumschlag auswählen.
dann sagen, von wo man den Ping verschicken möchte, in dem Falle PC0, und wohin man möchte, in diesem Falle hier zum Server. Und wir sehen, es entsteht an dieser Stelle ein Paket, also ein Briefumschlag. Und in den können wir jetzt reingucken, wenn wir nämlich einfach mal draufklicken. Und wenn wir hier draufklicken, sehen wir, dass hier in Outlayers, wofür Inlayers ist, komme ich gleich drauf, in Outlayers Layer 2 und Layer 3 des OSI-Modells dargestellt werden. Unter anderem auch Layer 1, aber der ist jetzt nicht relevant. Und im Layer 3 sehen wir, dass hier eine Source-IP, SRC soll Source, also Quelle heißen, eine Quell-IP eingetragen ist und eine Dest, eine Destination- oder Ziel-IP. Bei der Source-IP schreibt der PC hier die 192.168.0.100 rein, das ist er selber, das ist seine eigene IP-Adresse. Als Destination-IP nimmt er die 14.10.10.2, das entspricht hier der IP-Adresse des Servers, der final letztendlich mal erreicht werden soll. Das ist diese Ende-zu-Ende-Geschichte, also ursprünglicher Absender, PC0, letztendliches Ziel, Server 0. Soweit so gut. Wenn wir jetzt in den Layer 2 reingucken, dann sehen wir, dass als Quelladresse, Quell-MAC-Adresse hier dieses 8xC, 4xD reingeschrieben wird. Das ist die MAC-Adresse des PCs, weil das die Stelle ist, wo das Paket startet gerade oder wo es in gewisser Hinsicht zuletzt herkam, auch wenn es da gerade erst startet. Das ist also die MAC-Adresse des PCs. Und jetzt wird gesagt, wo dieses Paket als nächstes hin soll. Das sind 8 Nullen und 4 Einsen. Als nächstes hin soll, wenn man den Switch mal ignoriert, wäre es ja dieser Router hier. Und man sieht auch, das entspricht der MAC-Adresse des Routers. Genauer gesagt, des linken Interfaces oder der linken Netzwerkschnittstelle des Routers. Das heißt, hier stehen jetzt zwei Informationen in diesem Paket. Nämlich, wo soll ich endgültig hin? Zu 14.10.10.2, das ist der Server auf der rechten Seite. Und wo soll ich als nächstes hin? Das sind diese 8 Nullen, 4 Einsen. Das ist die Routerschnittstelle hier links. Jetzt kann ich mir angucken, was dieses Paket so treibt. Das geht jetzt zum Switch, soweit so klar, und geht dann eben zum Router, weil da als Ziel-MAC-Adresse dieser Router angegeben ist. Und jetzt gucke ich an dieser Stelle nochmal rein und jetzt sehen wir, wir haben auch die In-Layers, die waren eben nicht da, und die Out-Layers, die hatten wir eben schon. Und jetzt kann man gut erklären, wofür die eigentlich da sind. Ich bin jetzt auf diesem Router und dieser Router hat ein Paket empfangen, es kam also ein Paket rein. Das sind die Inlayers, also hier wird angezeigt, wie das Paket aussah, als es reingekommen ist. Hier sehen wir nochmal auf Layer 3, es ist der PC0 als Quelle, der Server als finales Ziel, MAC-Adresse, Adresse des PC0 und Zieladresse, die linke Seite des Routers. So kam das Paket beim Router an und der Router leitet es jetzt weiter, schickt es also gleich rechts wieder raus und das sind dann die Outlayers. Und hier sehen wir, dass hier als Source-IP wieder die 192.168.0.100 drin steht. Ne, das gleiche wie hier. Und als Ziel wieder der Server mit 14.10.10.2, genauso wie hier. Was auch logisch ist, weil der ursprüngliche Absender und das letztendliche Ziel im Sinne von Ende zu Ende sich ja nicht ändern. Hieran sehen wir also, auf Layer 3 tut sich nichts. Aber auf Layer 2 tut sich was. Denn während hier vorher noch CCDD stand, was ja diesem PC0 entsprach, steht hier jetzt 4 Nullen, 8 Einsen. Das ist aber genau das rechte Interface dieses Routers. Das heißt, der schreibt sich jetzt gewissermaßen selber hier als Quelle rein auf Layer 2, um allen weiteren zu signalisieren, das Paket kam jetzt gerade zuletzt von mir. Und als Ziel schreibt er den Router auf der rechten Seite, genauer gesagt das linke Interface des Routers auf der rechten Seite rein. Ne, 8 A's, 4 B's. Das ist der da, um zu signalisieren, als nächstes soll dieses Paket jetzt bitte zu diesem Router auf der rechten Seite. Wenn wir uns das jetzt weiter angucken, sehen wir auch, dass das passiert. Der Router bekommt das Paket auf der rechten Seite, der Router Nummer 2. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke, sieht man auch wieder einen In- und Out-Layer, weil der Router kriegt ein Paket und schickt es gleich weiter. Und im In-Layer sehen wir das gleiche wie gerade, nämlich ursprüngliche Quelle, letztendliches Ziel, also PC0. Und Server auf Layer 3. Wir sehen auch auf Layer 2 wieder, es kam zuletzt von diesem Router-Port auf der rechten Seite, 4 Nullen, 8 Einsen, und sollte gehen nach 8 A's und 4 B's. Das kommt rein. Der Router verarbeitet das und tauscht in Layer 2 jetzt wieder Adressen raus. Das heißt, er geht jetzt wieder hin und schreibt sich selber
besser gesagt sein Interface auf der rechten Seite, sich selber da als Quelle rein, signalisiert also damit, dieses Paket habe ich gerade verschickt oder werde ich jetzt gleich verschicken. Und als endgültiges Ziel haben wir hier die 8.2 und 4.3. Das ist dann letztendlich der Server auf der rechten Seite, weil jetzt der Server der nächste, gleichermaßen der nächste, wie auch das endgültige Ziel ist. Und dann können wir das verfolgen und stellen fest, jo, der Server kriegt so das Paket. Das heißt, auf diesen ganzen Abschnitten, nenne ich es mal, haben wir jetzt immer auf Layer 3 den 1.2.1.6.8.0.100 als ursprünglicher Absender und 14.10.10.2 als endgültiges Ziel. Auf diesem ganzen Weg ändert sich der Layer 3 gar nicht, während auf dem Layer 2 die ganze Zeit MAC-Adressen ausgetauscht werden. Das heißt, mit jedem Sprung über einen Router trägt ein Router wieder neue MAC-Adressen ein. Immer sich selber als Quelle, beziehungsweise das Interface, wo er das Paket raushaut, als Quelle. Und der nächste Router oder den, ja, in dem Falle der finale Server letztendlich als Ziel. Daran sieht man, weswegen man gewissermaßen beide Layer braucht, ne? Also beide Informationen braucht und wie die dann in den Paketen hier immer wieder in diesen Layern auftauchen. Würde man jetzt noch als Ausblick, würde man jetzt noch sich den Layer 4 angucken, dann würde der Layer 4 jetzt innerhalb dieses Servers, also das Paket kommt beim Server an und Layer 4 würde jetzt innerhalb dieses Servers verschiedene Programme oder Dienste adressieren. Da könnte ich jetzt eine Website drauf haben, die hätte einen gewissen Port, oder ich könnte da einen anderen Serverdienst drauf laufen haben, der hätte dann einen anderen Layer 4 Port. Dann würde ich das hier drüber noch sehen. In diesem einfachen Beispiel mit ICMP gibt es allerdings keine Ports, weswegen hier jeweils nur Layer 2 und 3 angezeigt werden.